Es gibt genau drei Phasen im Leben eines erfolgreichen Menschen. Begonnen bei der ersten Phase, in der du auf jeden Fall schon mal warst oder vielleicht sogar bist, mit der zweiten Phase bis hin zur dritten. Und die erste Phase, das ist das normale Leben. Das kennt jeder von uns. Vielleicht lebst du es ja sogar jetzt gerade. Und vielleicht lebst du ja für die Erwartungen anderer Menschen. Vielleicht lebst du weit unter deinen Möglichkeiten, ohne es vielleicht sogar zu wissen. Und vielleicht lebst du gefangen von Glaubenssätzen, die dich fesseln. Vielleicht hast du das Gefühl, da nicht rauskommen zu können. Egal, was du machst. Ich meine, es ist ja nur klar. Die Menschen, alle Menschen, zu denen du aufgeschaut hast, weil sie größer, schlauer und älter waren als du, deine Lehrer, deine Eltern, alle haben zu dir gesagt, dass du stillsitzen sollst, nicht zu viel träumen sollst, dass du realistisch bleiben sollst und dass du etwas Normales, etwas Sicheres, etwas gesellschaftlich Akzeptiertes machen sollst. Und wenn du einem Kind lange genug sagst, dass es nicht träumen darf, dann wird es erwachsen. Und erwachsen zu sein bedeutet, gefangen zu sein, in der Normalität, Regeln zu befolgen und klein zu bleiben. Und damit kommt auch die Trauer, die Unzufriedenheit, die Wut. Der hat Schuld. Die verstehen mich nicht. Die wollen mir was wegnehmen. Warum hat der so viel und ich nicht? Und keiner hilft dir. Nicht einmal du selbst. Denn du bist selbst damit so sehr beschäftigt, nicht aus der Reihe zu tanzen, normal zu sein, kein negatives Feedback zu bekommen. Und nach Hilfe zu fragen, wäre das Letzte, was du dir vorstellen könntest. Das Einzige, was dich jetzt wachrütteln kann, ist ein Knall. Ein großer Knall. Irgendetwas von außen. Etwas, was den Stein ins Rollen bringt. Etwas, was dich zurückwirft. Etwas, was dich aus der Bahn wirft. Ein heftiger Einschnitt in dein Leben. Etwas, was den Impuls weckt. Und was dich spüren lässt. Ich muss die Kontrolle über mein Leben erlangen. Und dann machst du's. Du gehst den Weg. Und der Weg, der führt dich in die zweite Phase. Das gute Leben. Das gute Leben, das ist, wenn du weißt, du kannst es schaffen. Oder zumindest glaubst du es. Und du steckst die Arbeit rein. Du reißt dir den Arsch auf. Du fühlst dich befreit. Du hast Kraft. Und du hast das erste Mal vielleicht sogar Perspektive. Und du vergisst vor lauter Motivation, dass, wenn du die Chance suchst, erst einmal die Arbeit kommt. Und damit das Problem, der Stress und das Vergleichen mit anderen, spätestens jetzt, die das Gleiche schon seit Jahren machen, aber der hat ja mehr, der hat es schneller geschafft, der hat es einfacher, der hat einen besseren Start, das ist unfair, ich will das auch, warum bin ich noch nicht an meinen Zielen? Und damit kommt vielleicht auch Angst. Was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn du dich geirrt hast? Ja, die Dinge sind gut, aber du bist jeden Tag im Stress, ruhelos, angestrengt, ungeduldig. Du bist auf dem Weg, aber es geht dir nicht schnell genug. Und obwohl du alles gibst, ist dein Leben nicht großartig. Es ist nicht gigantisch. Es ist nicht dein Traum. Es ist der Struggle. Es ist die Arbeit. Du bist im guten Leben angekommen. Und gut ist der größte Feind von großartig. Und so sind viele von den Menschen, mit denen ich spreche, da draußen, die auf dem Weg sind. Menschen, die sich entschieden haben, es zu tun, aber die noch ungeduldig sind. Und es gibt jetzt zwei Optionen. Zurückzurudern, klar. Pause zu drücken. Einfach den Pauseknopf drücken und zurückgehen, vielleicht sogar ins normale Leben. Aufgeben. Oder du entscheidest dich für Option B. Nach vorn gehen. Unter Blut. Unter Schweiß. Und Tränen. Einfach alles geben, um in die dritte Phase einzutauchen. Nämlich das entzündete Leben. Und jetzt, wenn du dort ankommst, bist du präsent. Du bist da. Und bitte versteh mich richtig. Du bist immer noch auf dem Weg. Aber du bist entspannt auf dem Weg. Denn du bist in einem Zustand der Leidenschaft, ohne Not. Du hast Geld, Freunde, Familie, Liebe, Wissen, Abenteuer, Freiheit, Erfüllung und Energie. Die Energie, einfach weiterzumachen. Deine Freunde, die wundern sich und die fragen sich, wie zur Hölle macht er das? Warum hat er immer noch so viel Energie? Das sind die Anführer, zu denen alle Menschen aufschauen. Das sind die, die in anderen entfachen, was in ihnen selber brennt. Denen wir blind folgen, die wir respektieren, die wir lieben, weil sie uns wecken, weil sie uns aufwecken. Und weil sie uns mitnehmen in das entzündete Leben. Und das ist, wo wir hinwollen. Wo wir Grenzen sprengen, wo wir uns glücklich schätzen, wo wir die Magie fühlen. Und es fühlt sich so gut an, einfach weiterzumachen. Denn du weißt, morgen wird gut. Du willst morgens aufstehen, du bist entzündet. Und das ist, was du jeden Tag fühlst. Das ist, wie sich das Leben anfühlen sollte. Na klar hast du mal einen schlechten Tag, aber du kommst klar damit. Und du verdienst das. Du bekommst das. Das erste Mal in deinem Leben bist du dort, wo du sein willst und du liebst es. Und das ist das, wo wir alle herkommen und wo wir hinwollen. Präsenz.
Erfolg, Zufriedenheit. Und wo das ist, das entscheidest du selbst. Und das Wichtigste daran ist, dass du den Weg gehst und dass ich überzeugt davon bin, dass du ihn gehen kannst. Also bleib dran.